herzlich willkommen zu einem neuen Guide auf meinem Kanal. Heute kümmern wir uns um das Thema Springcore. Wie ihr wisst, ist es auch in dem Fall meine Meinung und meine Ansicht. Sollten euch andere Bewohner zum Beispiel besser gefallen, bitte beschränkt euch nicht auf die, die ich da rausgesucht habe. Das sind nur die, die mir jetzt zu dem Thema persönlich gefallen würden. Ihr könnt auf eurer Insel eure Lieblingsbewohner haben. Sie müssen nicht zum Thema passen. Es geht hier jetzt rein um das Thema Springcore und rein um meine Ansichten und das, was mir gefällt. Beginnen wir auch wie beim letzten Mal mit den Bewohnern. Und da habe ich mir für Hochnäsig Franke, Melzette, Christa und Astrid rausgesucht. Als große Schwester würden mir gefallen Pamela, Nora oder Nadine. Ausgeglichene Bewohner wären Mizi, Cornelia, Hörnchen, Marin und Trita, Maria, Monika, Liliane, Emily, Bienchen, Doris und Eleonore. Und die schwungvollen Bewohner wären in dem Fall Rubina, Mimi, Hilda, Henrike, Gabi, Doro, Walli, Quax, Mandy, Iris und Erika. So, dann folgen die männlichen Bewohner. In dem Fall haben wir bei den sportlichen Helmut, Bill, Nestor und Hamid. Bei den Miesepetern finde ich Michael, Jupp, Gerald und Gregor sehr passend. Als Schlafmützenbewohner habe ich Strolch, Fido, Friedel, Emil und Volker. Und bei den Selbstzufriedenen habe ich nur drei gefunden, die meiner Meinung nach irgendwie zu dem Thema passen. Und das sind Huschke, Thomas und Walter. So, dann habe ich hier auch wieder einfach ein paar Items rausgesucht, die ich auf meiner Insel nutzen würde oder benutzt habe. Ich habe ja schon eine Springcore-Insel gebaut und gestaltet. Ihr findet wie immer den Schlummercode auf meinem Instagram. Ich kann ihn auch in die Infobox schreiben, dann könnt ihr mal hinschlummern. So, weiter geht's mit ein paar Designbeispielen, was ihr so auf eurer Insel zum Thema bauen könnt. Die Bilder sind diesmal alle meine, alle von meiner Springcore-Insel. Ich habe diesmal keine anderen verwendet. Sollte ich andere verwenden und ich wissen, von wem sie kreiert worden sind, steht das immer unter den Bildern. Ich habe jetzt hier zum Beispiel eine Farm gebaut, ein buntes Blumenfeld in Frühlingsfarben, einen kleinen Outdoor-Schreibplatz zum Briefe schreiben oder zum Bücher schreiben, so ein bisschen zum Inspirieren für draußen. Dann habe ich einen versunkenen Wasserfall gemacht und einen kleinen Teich. Ich habe euch auch so einen kleinen Durchgangsbereich abfotografiert, den ihr euch anschauen könnt, weil ich finde, so Übergangsbereiche sind irgendwie am schwierigsten zu gestalten. Und dann habe ich euch noch meinen Steinkreis gezeigt, den ich mit Blumen und Pilz-Items dekoriert habe. Genau, weitere Sachen wären zum Beispiel ein Erdbeerfeld am Strand zum Beispiel. Ihr könnt auch so einen Waschbereich machen, entweder am Stein draußen oder selbst auf der Insel. Einen kleinen Marktplatz würde dazu passen, eine kleine Bienenfarm würde auch zum Frühling passen. Also da sind euren Ideen keine Grenzen gesetzt. Und zu guter Letzt kommen wir wieder zu den Designcodes. Ich habe wieder ein paar wenige rausgesucht, die mir besonders gut gefallen. Ich finde die meistens auf Pinterest, wenn ich dadurch die Suche einfach eingebe, zum Beispiel Animal Crossing New Horizons, Springcore, Spring Path, sowas in diese Richtung. Und die Kreatoren oder Creator sind wieder markiert, wenn sie auf den Bildern zu sehen sind, und auch die MA-Adressen, wo ihr die Codes zum Beispiel finden könnt. Ich finde, auf so einer Springcore-Insel sind immer so Grün- und Weißtöne mit so hellerem Holz zum Beispiel sehr passend. Und da finde ich, passen die jetzt hier ausgesuchten Designs ganz gut. Ihr könnt aber natürlich wie immer wählen, was euch gefällt. Ich hoffe, der Guide hat euch ein bisschen geholfen und ihr habt jetzt Inspiration und Ideen für eure Springcore-Insel. Ihr dürft mir gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr euch noch einen anderen Guide zu einem anderen Thema wünscht. Wir sehen uns bei unserem nächsten Video. Tschüss!